Ein Nervtötender genommen hat mir den gesamten Warenbestand seines Ladens angeboten, aber mit so viel Kram kann ich nichts anfangen. Ja, okay. Da haben wir wohl wahrscheinlich einen Bug ausgelöst, weil eigentlich hätte er gleich verschwinden sollen, nachdem wir ihn den Kram abgekauft haben. Aber okay. Gut, dann werden wir jetzt kurz den Kram verkaufen gehen. Wie viele Identifizierungszauber hast du noch frei? Einen, okay. Das würde ja erstmal ausreichen. Für den Ort, an dem wir gehen. Dann verkaufen wir jetzt erstmal den Schmarrn, den wir hier haben. Den Minsk hier hat. Der Schlüsselstein ist 225 wert. Das würde sogar fast das Geld rausholen, was wir jetzt ausgegeben haben. Aber der Rest leider ist ziemlich wertlos. Nee, wir kriegen auf jeden Fall das, was wir ausgegeben haben, nicht mehr wieder rein. Schade drum, aber okay. Krummsäbel für Yahira. Aber die benutzt ja jetzt den Speer plus 3. Gut. Ja, was wollt ihr? Gut. Das heißt, für uns geht es jetzt erstmal ab. Nichts leichter als das. Oh, mit dir wollten wir noch sprechen. Du meintest. Zurück, von der ich stamme. Ich vermisse die Tunnel zu Hause. Genau, sie hat gesagt, wir sollen später nochmal kommen und jetzt hat sie uns was zu sagen. Kommt hier zwar in Duschei, kommt und trinkt von meinem Gnomenwissen. Ja, eure Ruhm ist weit vorbei und Abenteurer wie wir können nur nicht durch Urgos Bier reisen, ohne euch aufzusuchen. Entschuldigt, kennen wir uns? Ich zweifle ehrlich daran, dass ihr etwas wisst, was für mich Interesse wäre. Warum nehmt ihr eure anmaßenden Vermutungen nicht zurück und geht zurück in euer Altenheim, wo euch zweifellos euer Todesbett erwartet? Sicherlich, alte Frau, wenn ihr wisst, wie man hier wegkommt, höre ich euch zu. Entschuldigt, kennen wir uns? Nein, ich weiß jedoch, dass ihr Baldurans Weg durchs Meer ohne Spuren verfolgt. Die Steine haben es mir erzählt. Okay. Die weiß also vielleicht etwas über den Menders, der so komisch redet. Ich würde gerne bleiben und plaudern, doch Zeit des Abschieds rückt näher. Genau das Abenteuer, von dem ihr sprecht, erwartet mich. Nun, unglücklicherweise hat bei euch schon der geistige Verfall eingesetzt und euer Geschwätz ist für eine junge und gesunde Frau wie mich nicht von Interesse. Hey, mal wieder endlich richtig geschrieben, dass Talisa eine Frau ist. Es gab ja schon Zeitpunkte, wo wir mit er oder Mann angesprochen wurden. Was wünscht ihr sonst noch? Ihr geht wie ein Blinder in dieses Abenteuer. Nein, ich weiß ein wenig über die Geschichte von Baldurhan und will euch erzählen. Ich verlange nur ein bisschen Gold für meine Forschung. Vielleicht werden 100 Goldmünzen eure Mühe entlohnen? Ich denke schon. Hört also aufmerksam zu und merkt euch gut. Wie ihr vielleicht wisst, wurde Baldurs Gate nach dem legendären seefahrenden Entdecker Baldurhan benannt, der vor langer Zeit an immer da vorbeisegelte, um nach den reichen, sagenhaften Inseln von Ankomor zu suchen. Baldurhan kehrte zurück mit Geschichten von fremden, weiten Ländern auf der anderen Seite des Meeres. Er brachte auch viele Reichtümer zurück und verteilte sie in seinem wenig besiedelten Heimathafen. So entstand Baldurs Tor. Dann hisste er wieder die Segel, um erneut zu diesem wundervollen Land, das er gefunden hatte, zu segeln. Baldurhan kehrte nie zurück. Einige sagen, dass er noch immer segelt und immer neue Länder in den endlosen Weiten des Meeres findet. Oder sogar, dass er mit seinem Schiff die Welt verlassen hat und nun die Sterne umsegelt. Andere flüstern, dass ihm ein Unglück widerfahren ist und er in den Tiefen versunken ist, während wieder andere glauben, dass er in seiner neu gefundenen Heimat gelebt hat und sehr alt geworden ist. Viele Geschichten über den großen Baldurhan, hä? Vielleicht werdet ihr auf der Insel, zu der ihr segelt, etwas über sein Schicksal herausfinden. Vielleicht auch nicht. Wie dem auch sei, ich wünsche euch alles Gute für eure Reise und werde nichts mehr sagen. Gorain, ich kann euch nichts mehr anderes sagen, das euch helfen könnte. Ich vermisse die Tunnel zu Hause. Gut, wir wissen jetzt noch mehr über Baldurhan. Ein nervtötender Gnome, ja okay, das habe ich abgelehnt, das hatten wir schon. Ah, ich habe deswegen das gesamte Warenbestand abgekauft. Wenn auch nur, um ihn dazu zu bewegen, seinen Mund zu halten. Hoffentlich findet sich unter dem ganzen Kram auch etwas Nützliches. Ja, der Schlüsselstein. Die Gnomin Duschei sagt, dass Baldurhan nach Ankomor gesegelt ist und nicht zurückkehrte.
Niemand weiß so genau, was mit ihm geschah. Es ist jedoch seltsam, dass er nie in die Stadt zurückgekehrt ist, die er gründete und liebte. Also muss ihm wahrscheinlich wirklich was widerfahren sein. Wenn das das Schiffswrack von Baldurans Schiff ist, was wir da suchen sollen, dann erklärt das einiges. So, jetzt wollen wir aber uns erstmal um Chandala kümmern. Womit kann ich dienen? Seid ihr nun bereit, den Auftrag auszuführen? Mein Umhang muss relativ schnell gefunden werden. Ja, ich werde sofort aufbrechen. Dann seid ihr also bereit zum Ausbruch. Wenn ihr meinen Umhang gefunden habt, kehrt dorthin zurück, wo ihr angekommen seid. Dann werdet ihr durch diesen Schlüsselstein frei zurückkommen. Los geht's. Okay. Wir wurden einfach mal so auf eine Frostinsel geportet, die einfach irgendwo im Nirgendwo liegt. Jetzt muss ich mir überlegen, wie ich das nachher mit den Thumbs mache. Ja. Na gut. Also, eine kleine Insel mitten im Nirgendwo. Und wir sind auf dieser Insel gelandet. Zusammen mit einem Eisbären. Und überall ist Eis um diese Insel herum. Beinahe unter meiner Würde. Wir sind also im Treibeismeer gelandet, hä? Beinahe unter meiner Würde. Und werden schon von einem Wolf begrüßt. Von zwei Wölfen. Für die Gefallenen! Okay. Und Yahira hat ein Level abgekriegt. Gorain, ah, sehr schön. Auf eure Taten stolz. Also gut, wir haben jetzt erstmal, können jetzt erstmal wieder Wolfspelze einsammeln. Dann bringen wir die Sache mal ins Rollen. Die können wir in Nashkel verkaufen. Auch wenn wir das Geld nicht unbedingt so dringend brauchen. Vielleicht können wir sie auch im Ulgots Beard gut loswerden. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. So, jetzt erstmal eine Stufe höher für Yahira. Als Druidin. Wie viel? 77. Oh, 6 Trefferpunkte. Sehr schön. Und sie kann jetzt neue Zauber, oder? Ja, schon mal ein Zauber der Stufe 4. Was könnten wir hier? Nochmal Verwirrung oder Unsichtbarkeit aufheben. Klingt schon mal nicht schlecht. Und alles andere ist so wie bisher. Übrigens, Yahira hat nur eine Weisheit von 14. Also werden wir niemals mächtigere Zauber als Stufe 4 sprechen können mit ihr. Denn bei den Zaubern ist es so, Weisheit minus 10 ist der Zaubergrad, den man maximal erreichen kann. Das heißt also, wir schon mal Stufe 5 Zauber können wir vergessen bei ihr. Ah, sie ist jetzt Stufe 8. Talisa ist noch Stufe 7. Mal gucken, ob sie auf Stufe 8 neue Zauber kriegt. Gut. So, nochmal ein Quicksave machen. Mich kümmert hier lang. Dann guckt immerhin mal kurz in den einen kleinen Raum hier unten. Okay, hier ist nichts. Was gut. Oh, hier ist aber jemand. Da benutzt jemand ein Dimensionstor. Sieh einer an, ich spürte eine Luftbewegung und da seid ihr. Aber ihr seid etwas ganz Neues. Sagt mir, mein Freund, wie kommt ihr an diesen Ort? Gegen meinen Willen und ganz und gar nicht glücklich darüber. Wer zum Teufel seid ihr? Ich wurde gebeten, herzukommen. Ich soll für einen Freund einen Gegenstand von hier holen. Wer seid ihr? Chandala schickte mich. Es scheint, dass er etwas von dieser Insel zurückhaben möchte, was ihm gehört. Sicherlich auf dem gleichen Weg wie ihr. Warum erzählt ihr mir nicht eure Geschichte? Da sehen wir, ob meine die gleiche ist. Eine Luftbewegung gespürt? Redet nicht so ein Unsinn, Mann. Und sagt, wer ihr seid. Nehmen wir mal Nummer 4. Mal sehen, was er zu sagen hat. Ihr seid nur wieder so ein Dummkopf, der beim Teleportieren eingefangen wurde. Dieser Ort scheint ein mächtiger Magnet zu sein. Wenn jemand mächtig genug ist, sich ohne Fehler über einen Ozean zu teleportieren, besitzt man anscheinend auch genug Macht, um gefangen und hierher gebracht zu werden. Es ist dieser Ort, der daran schuld ist. Scheint Energie einzufangen. Da brauche ich wohl gar nicht erst zu sagen, dass das Verlassen der Insel durch magische Kräfte völlig unmöglich ist. Ihr werdet euch an eine Diät aus Seevögeleier gewöhnen müssen, wenn ihr überleben wollt.
Wer errichtet bloß einen solchen Orden? Zu welchem Zweck? Gibt es denn keinen Weg hier vorzukommen? Das muss doch möglich sein. Und ihr habt die Rolle des Begrüßers auf die Seelensee übernommen? Wohl kaum, was wollt ihr? Gibt es keinen Weg hier vorzukommen? Und natürlich gibt es den. Egal, ob dieser Ort nur ein Streich, Test oder einfach eine Naturerscheinung ist. Es kommt einzig und allein darauf an, die richtige Methode zu finden, von hier vorzukommen. Ich persönlich bin Anhänger der Zauberkrafttheorie, nach der man lediglich einen Überschuss an magischen Ressourcen benötigt, um die Anziehung zu überwinden. Deshalb sammle ich alle Zauberkraft um mich, derer ich habhaft werde, und ich muss euch bitten, euch zu entblößen. Ist nicht persönlich gemeint, aber ich brauche wirklich alles, was ihr bei euch habt. Was aber warum? Wir können uns doch sicher auf einen Kompromiss einigen. Wenn ihr es auf meine Abrüstung abgesehen habt, dann müsst ihr euch schon sie selber holen. Wartet doch, ich habe mit in diesen Ort zu verlassen. Vielleicht können wir ein Geschäft machen. Was aber warum? Warum? Ich glaube, ich kann die Anziehungskraft dieses Ortes überwinden, wenn ich erst genug Zauberkraft beisammen habe. Ihr mögt Gegenstände bei euch haben und ihr selbst könnt verheizt werden. Ist mir egal, wie herum, und jetzt habe ich genug geredet. Okay. Ein Magier in einem... vorsichtig. Au. Okay, er macht die Masche schon wieder. Da sollten wir aufpassen. Ich habe ein ungutes Gefühl. Wo ist er jetzt? Oh, da ist noch einer. Und der viert jetzt alle. Das können wir nicht gebrauchen. So. Ich hab genug davon. Was? Gut. Das heißt, wir zaubern jetzt erst einmal eine Hast. Von Dyna hier. Dyna hier. Was immer ihr braucht. Zauber einmal bitte Hast. Der ist nämlich, glaube ich, einer der nervigsten. Ja. Gegner, die hier lauern. Was wollt ihr? Ach, und du kannst noch einen. Ups, falsch. Du kannst noch so einen zaubern. Und vielleicht noch so einen. Ja. Nichts leichter als das. So, dann stürmen wir einfach auf den los. Hütet euch besser vor meinem nehmen wir wieder dasselbe. Kompromiss und Dialog beenden. Wow, es sind drei Stück. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Okay, wo hat er sich hingeportet? Da. Was wollt ihr? Ich bin ganz Ohr. Oh, ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Ja. Jetzt ist er da oben. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass er nicht wieder Feuerbälle castet. So. So. Zwei sind wieder besessen. Das können wir aber ganz schnell negieren. So. Ja, gut. Ich glaube, das reicht den Jungs hier erstmal. Grube des Reis. Schlüsselstein. Was für einen Schlüsselstein haben wir da jetzt schon wieder? Ach, wahrscheinlich den, den wir... Grube des Reisenden. Entschuldigung. Den Schlüsselstein, den wir von Chandala bekommen haben, uns hier rauszuporten. Ein Feuchtstab. Ein Tagebuch. Und ein paar Schriftrollen. Eine Schurkenrobe. Und ein Tagebucheintrag. So. Was wollt ihr? Okay, ich würde aber mal sagen, bevor wir den Tagebucheintrag lesen. Ja, Minsk. Speichern nicht möglich? Was? Gut. Weil der hier noch leuchtet, oder was?
Quicksave können wir machen. Ah, jetzt können wir speichern. Welches LP sind wir? 38. LP 038. Ein großes P. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.